175 Jahre von Finke Schule in Soest, eine Schule für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche in Westfalen. Wichtigstes Prinzip: eine selbstbewusste Schülerschaft, ein respektvoller Umgang und ideale Bildungsmöglichkeiten. Schulstunde in der ersten Klasse. Hier lernen die Kinder erste Buchstaben, ganz individuell. Mit Punktschrift oder mit Hilfe ganz normaler Schulhefte, je nach Bedarf. Auch der Sachunterricht ist in der Grundschule individuell und mit taktilen Hilfsmitteln auf die Kinder abgestimmt. Ein lebendiger Unterricht hilft in jedem Fall beim Lernen. In der 175-jährigen Schulgeschichte hat es stetig eine Entwicklung gegeben. 1847 gegründet als Abteilung des von Finkeschen Blindeninstituts für Westfalen, nur für evangelisch getaufte Kinder. In den 70ern wird die Schule überkonfessionell. Und Ende der 90er ist sie relevant für ganz NRW. Nicht nur blinde Kinder, auch sehbehinderte Kinder werden großräumig aufgenommen. Und wie ist die Schule heute aufgestellt? Wir beginnen schon hier innerhalb der Schule mit einem Bildungsgang Grundschule, wie das erstmal auch an Regelschulen der Fall wäre. Im Bereich der Sekundarstufe 1 haben wir dann den Bildungsgang Lernen, wir haben einen Bildungsgang Hauptschule und den Bildungsgang Realschule. Beim Bildungsgang Realschule ist noch die Besonderheit, dass wir da die einzige Förderschule sehen in Nordrhein-Westfalen sind und entsprechend dann Schülerinnen und Schüler aus ganz NRW hier bei uns an der Schule haben. Berufskunde mit einem ehemaligen Schüler in der Klasse 8. Mein Name ist Burak Elekci, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Soest, bin aber jetzt gerade zum Studieren in Frankfurt. Von 2011 bis 2018 war ich hier an dieser Schule. Der ehemalige Schüler berichtet den Teenagern, warum ihm die Schulzeit viel gebracht hat. Ich schätze diese Schule, weil die Lehrer hier an dieser Schule viel auf den Schüler eingehen und unabhängig auch vom Schulischen viel über persönliche Dinge sprechen und auch einem zuhören. Das Gespräch mit Burak wirkt. Er ist halt ein Vorbild für mich, weil ich bis jetzt auch noch unentschlossen war, was ich jetzt machen soll. Ich möchte den Traum als ausgebildeter Landwirt verwirklichen. Der LWL-Schulausschuss bespricht fortlaufend die Bedarfe von blinden Kindern und Kindern mit Sehbehinderung. Er sorgt dafür, dass die Förderschule zukunftsfähig ist, auch nach 175 Jahren. Die Entwicklung der Zahlen unserer Schülerinnen und Schüler und auch gerade die Zeit von 175 Jahren von Finke-Schule zeigen dies deutlich auf. Auch in Zukunft wird für Schülerinnen und Schüler die Förderschule der richtige Lernort sein. Und wichtig für uns ist, dass die Schülerinnen und Schüler nach ihren Bedürfnissen am besten beschult werden können. Inklusion und Förderschulen sind kein Gegensatz. Ganz im Gegenteil. Förderschulen sind unverzichtbarer Bestandteil eines inklusiven Schulsystems. Der LWL unterstützt die schulische Inklusion gemeinsam mit seinen Förderschulen, aber auch mit seinen Beratungshäusern auf ganz vielfältige Weise. Selbstverständlich entwickeln sich auch die Förderschulen selbst im Rahmen einer zunehmend inklusiven Schullandschaft jeweils weiter. Die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sehen haben sich weiterentwickelt in den vergangenen Jahren zu sogenannten Expertisezentren Sehen. Was meint das? Das bedeutet eben, dass diese Expertisezentren quasi als Basisstation zur Unterstützung des gemeinsamen Lernens ihre ganz spezielle Fachexpertise in der Bildung und Förderung von Kindern mit Blindheit und einer Sehbehinderung nutzbar machen für die Schülerinnen und Schüler im gemeinsamen Lernen, nutzbar machen aber auch für die Lehrkräfte im gemeinsamen Lernen. Die Förderschule ist Expertisezentrum und kommt dahin, wo Kinder mit Bedarf sie brauchen. Bei uns muss man flexibel sein, mobil sein. Die Kolleginnen und Kollegen sind eben nicht nur im Schulhaus tätig, sondern fahren eben dann auch in einem großen Einzugsbereich an die allgemeinen Schulen und auch in die Elternhäuser oder in die Kindergärten. Amelie Thiemann fährt regelmäßig von Soest nach Winterberg. Hier besucht Moritz eine allgemeine Regelschule. Er ist blind und erhält von der von Finke Schule blindenspezifische Einzelförderung in einem Differenzierungsraum. Taktiles Multiplizieren nach Schulbuch steht auf dem Programm. Das ist ein Angebot von der von Finke Schule. Das nennt sich gemeinsames Lernen, weil ja jedes Kind, egal mit welcher Beeinträchtigung, das Recht hat auf inklusive Beschulung in Heimatortnähe. Moritz ist in der Stunde mit Frau Thiemann motiviert und fleißig. Er will Bankkaufmann werden wie sein Vater und ist guter Dinge, das auch zu schaffen.
Denn im Schulstoff kommt er auch dank des speziellen Trainings sehr gut mit. In Mathe mache ich auch genau das, was die anderen machen. Das ist sehr toll. Der Umgang mit technischen Hilfsmitteln ist in der Schule sehr wichtig. Das Arbeiten mit Laptops zusammen mit der Braillezeile, Lesegeräten und iPads ist in Zeiten der Digitalisierung für die Schüler eine wichtige Zusatzqualifikation. Wir haben ja auch Informatik. Aktuell lernen wir Webseiten zu programmieren. Angelina möchte später in der IT-Branche arbeiten. Schon früh werden Kinder wie Angelina in der Von-Finke-Schule schulisch gefördert. Blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche können außerdem freiwillig an Kursangeboten teilnehmen. Nie ohne Socken wandern. Hervorragend. Gut gemacht. Auch Moritz aus Winterberg kommt zum Peergroup-Angebot nach Soest. Zum Erkunden von Landkarten oder einfach zum Chillen und Lesen mit Gleichgesinnten. Im Kurshaus der Von-Finke-Schule bekommen die Kinder genau das, was sie brauchen. Zunächst möchte ich festhalten, dass wir als LWL-Politikerinnen, Schulpolitikerinnen uns unserer besonderen Verantwortung für alle LWL-Förderschulen sehr bewusst sind. Und der Landschaftsverband wird meiner Meinung nach so lange ein eigenes Förderschulsystem vorhalten müssen, wie es dem Regelschulsystem nicht gelingt, unseren Schülerinnen und Schülern mit zum Teil multiplen Förderbedarfen angemessene und geeignete Fördermöglichkeiten bereitzustellen. Freude am Schulalltag und eine bestmögliche Förderung, die den Kindern hier alle Wege im Berufsleben öffnet. Das ist das, was die Von-Finke-Schule ausmacht. Für entfernt wohnende Schulkinder gibt es das Angebot, in der Woche im benachbarten Internat zu wohnen. Wir besuchen Tyler und Thilo in ihrem Zimmer. Sie haben es sich hier gemütlich gemacht. Man fühlt sich hier sehr wohl und einfach mit den Freunden sozusagen auf dem Zimmer sein, das ist sehr cool. Sich frei zu entfalten, das ist für die meisten hier sehr wichtig und möglich. Ich bin Johanna, ich bin 13 Jahre alt und gehe hier in Soest ins Internat. Hier an der Schule gefällt mir besonders, dass es individuell halt auf die Schüler angepasst wird, wie die Bedürfnisse da zum Lernen sind. Und ganz toll sind auch meine Freunde.